Als nächstes möchte ich einen schönen kleinen Trick verwenden. Und zwar nicht, es soll ja ein Zeichnen mit Aquarell werden, also Wasserfarben. Ich werde nicht gleich mit Aquarell beginnen, sondern ich lege erstmal nur die dunklen Töne mit einer Kreide fest. Ja? Das heißt, ich bewege also diese Kreide wie so Fellrichtungen. So, hier mache ich das nur so ganz leicht. Das werden die Schattenflächen des Fells, ja. Und so schaffe ich mir so ein kleines bisschen so eine Struktur unten drunter. Und da werde ich dann gleich mit Wasser drüber gehen. Ja, das ist eine kleine Hilfe. Ja, ihr seht ja, hier sind ja auch eigentlich so kleine Haare drin, reingezeichnet. Das ist eine kleine Hilfe, damit ich mir sozusagen so ein bisschen so einen Felleindruck gut verschaffen kann auf meinem Blatt. Und dann muss ich nicht den Pinsel so stark führen. Ja, und hier am Kopf mache ich es natürlich ganz leicht. Ja, das kann man nämlich viel einfacher führen, also ein Stift als ein Pinsel. Und im Grunde genommen ist ja Aquarell auch nichts anderes als Farbe, also Pulver, Pigment und Binder. So, das wird der Schatten innen drin. Binder ist so etwas, das in den Farben ist, damit es gebunden ist, ja, damit es auf dem Blatt sozusagen klebt. Da gibt es ganz unterschiedliche Formen, Arten von Binder, je nachdem, welches Material man benutzt. Der größte Unterschied ist ein Öl und Wasser. Ja, und Aquarell ist eben löslich. So. Jetzt gucke ich, dass ich, dürft ihr nicht zu lang machen, die Haare, okay? Sieht schon ganz schön struppig aus, ne? Ja, und ihr seht, ich führe, ja, ich führe den Stift immer so, Ansatz und dann weg. Ja, und auch in die andere Richtung. Man muss richtig lernen, die Hand so ein bisschen zu bewegen. Ja, und ganz schön ist es auch, wenn ich es hier schon mal ein bisschen so hineinlegen kann ins Auge. Natürlich, damit man das Ohr nicht sozusagen hinten nicht vergisst, kommt hier auch noch ein kleines bisschen hin. So, vielleicht noch hier unten ein bisschen. Ich glaube, das reicht erstmal.